Jan Weiler hat sich mit seinen Geschichten um das Leben mit einem italienischen Schwiegervater und dem Pubertier in die Herzen von Millionen von Fans geschrieben. Er hat aber auch, und das wissen nicht alle, einen reichlich skurrilen Kommissar erschaffen. Martin Kühn heißt der. Er ist Leiter der Münchner Mordkommission. Und er hat es mit den absonderlichsten Menschen und Fällen zu tun bekommen in seinen Büchern. Kühn hat zu tun, heißt der erste Fall. Und den gibt es jetzt auch ganz brandneu als Hörbuch. Mario Hartwig weiß mehr. Martin Kühn ist Mitte 40, lebt mit Frau und zwei Kindern in einer Siedlung am Münchner Stadtrand und ist Leiter der Mordkommission. Chef, schau mal, das hier ist eben gekommen, eine Vermisstenanzeige. Ja, na und, das ist ja nicht unser Ding. Ja, aber ich dachte, in diesem Fall interessiert es dich vielleicht. Die kenne ich. Das habe ich mir nämlich gedacht. Emily Brenningmeier, die wohnt bei uns in der Straße. Sie ist in Alinas Klasse. Außerdem muss er sich um einen neuen Mordfall kümmern. Männlich, Ende 70, Anfang 80. Wurde offenbar erstochen. Ziemlich schlimme Sache. Okay, wo muss ich hin? Du musst mir ein Auto schicken, ich hab keins. Ja, du wirst kein Auto brauchen. Warum nicht? Wie soll ich denn sonst zum Tatort kommen? Ja, du kannst zu Fuß gehen. Das Opfer liegt gleich hinter deinem Garten in der Böschung. Keine 30 Meter von deinem Gartentor entfernt. Als dann auch noch der neue Staatsanwalt anfängt, ihm tierisch auf die Nerven zu gehen und sein Sohn Nico in die rechte Szene abrutscht, wird es alles zu viel für Kühn. Seine Gedanken drehen sich 24 Stunden am Tag im Kreis. Es kommen ständig neue Enden hinzu und ich kann einfach keines greifen. Bald werden sie alle irgendwelche Entscheidungen von mir verlangen. Die Ermittlungen um Beißackers Mörder. Für Aline. Darf ich mir Sex mit dieser Ruderin vorstellen, die hier rein? Er sucht Rat bei Nachbar Dirk. Der kannte sich erstaunlich gut in diesen Dingen aus und hatte ihm schon öfter geholfen. Überhaupt war Dirk ein guter Gesprächspartner. Kühn hätte ihn nicht unbedingt als seinen Freund bezeichnet. Dafür kannte er ihn nicht genug. Und er hatte auch keinen Bedarf an Freunden. Sein Nachbar war für ihn eher so etwas wie ein geheimer Ratgeber. Die Stimme der Vernunft, die aus der Hecke kam. Noch ahnt Kühn nicht, dass alles irgendwie zusammenhängt und er es mit menschlichen Abgründen zu tun bekommt, die teilweise in seiner eigenen Vergangenheit liegen. Was da wieder los ist und wie es mit dem fix und fertigen Kommissar und seinen Fällen weitergeht, das erfahrt ihr in der nagelneuen Hörspielversion von Kühn hat zu tun, gibt es ganz exklusiv bei Audible.